Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für EinsteigerInnen leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile meiner Videopodcast-Reihe verlinkt. Österreich ist ein föderaler Staat bzw. ein Bundesstaat. Der Bundesstaat besteht aus 9 Gliedstaaten, den 9 Bundesländern. Die einzelnen Gliedstaaten, die österreichischen Bundesländer, haben das Recht, die Politik des Gesamtstaates, also des Bundesstaates, mitzubestimmen. Zur Allgemeinbildung gehört sicher das Wissen, aus welchen 9 Bundesländern Österreich besteht, wo sie sich in Österreich von ihrer Himmelsrichtung her gesehen befinden und welchen Namen ihre Landeshauptstädte haben. Ich nenne die österreichischen Bundesländer mit deren jeweiligen Landeshauptstädten, beginnend mit dem westlichsten im Uhrzeigersinn. Vorarlberg-Bregenz, Tirol-Innsbruck, Salzburg-Salzburg, Oberösterreich-Linz, Niederösterreich-St. Pölten, Wien-Wien, Burgenland, Eisenstadt, Steiermark-Graz, Kärnten-Klagenfurt. Durch den Verlust Südtirols hat Tirol kein zusammenhängendes Landesgebiet. Wenn man in Österreich bleiben möchte, muss man, wenn man von Nordtirol nach Osttirol gelangen möchte, das Bundesland Salzburg durchqueren. Das westlichste Bundesland ist Vorarlberg. Das südlichste Bundesland ist Kärnten. Das östlichste Bundesland ist das Burgenland. Im Norden Österreichs liegen die beiden Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich. Wien ist das einzige Bundesland, welches zur Gänze von einem anderen, nämlich Niederösterreich, umgeben ist. Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich grenzen an das flächenmäßig größte Nachbarland Deutschland an. Genauer gesagt an das deutsche Bundesland Bayern. Österreich hat in den 9 Bundesländern ungefähr 2100 Gemeinden und 118 Bezirke und sogenannte Statutarstädte. Hier siehst du alle österreichischen Bundesländer unter anderem mit ihren Flaggen, Wappen, Einwohneranzahl und der Größe des jeweiligen Landesgebietes. Das flächenmäßig größte Bundesland ist Niederösterreich. Die meisten Einwohner hat Wien. Das flächenmäßig kleinste Bundesland ist Wien. Die geringste Einwohneranzahl hat Vorarlberg. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video, in meinem vierten Video. Niemand darf seine Macht missbrauchen, die Bedeutung der Gewaltenteilung. Bis zum nächsten Mal.